Hallo zusammen, hier ist wieder euer Schla und heute bin ich wieder für euch in Liedchen unterwegs. Und zwar wollte ich euch hier so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Und zwar geht es mal wieder um ein Angel-Event. Diesmal, wie ihr sehen könnt, hier in Suruma. Und vielleicht für die Leute, die noch nicht wissen, wie das funktioniert, und zwar seit Patch 7.3 gibt es jeden Tag ein Angel-Event, und zwar in einer anderen Zone. Insgesamt gibt es 6 Angel-Events innerhalb von 6 Zonen, also sprich Suruma, Asuna, Walchera, Hochberg, Sturmheim und auf den verheerten Inseln. Gibt es jeden Tag abwechselnd einen anderen Händler und damit zusammenhängend ein anderes Angel-Event. Heute will ich euch das in Suruma zeigen. Und zwar befinden wir uns relativ mittig in Suruma, hier bei dieser Flussmündung. Und dort haben wir eine neue Händlerin. Und ihr seht schon, hier wird gerade ein Boss bekloppt. Der wird nachher noch wichtig. Da hauen wir jetzt auch einmal drauf, dass wir den gemarkt haben für uns. Und zwar, was gibt es hier bei der Händlerin? Jetzt schauen wir einmal rein. Wir können bei der Händlerin einmal hier diese ganz normalen Fische uns kaufen gegen eine Ressource und die schimpft sich Goldener Elritz. Und ja, dann kann man hier diese Köder kaufen, die man ja für diverse Achievements braucht, beziehungsweise auch für die Artefaktangel. Das schicke Teil, das ich hier gerade anhab, dieses Ding hier, was ihr übrigens auch skillen könnt, falls ihr das nicht wisst, und dann noch ein paar Bonis freischalten könnt, aber dazu gleich nochmal. Dann können wir uns bei ihr noch Folgendes kaufen, und zwar hier so einen komischen Fisch, wo wir Mana-Partikel, beziehungsweise uraltes Mana kriegen. Ist jetzt, weiß ich nicht, meines Erachtens nicht so sinnig. Und dann können wir hier die Miniaturgondel kriegen, was ein Toy ist. Die habe ich mir auch schon gekauft. Und zwar ebenfalls gegen diese Tokens hier. Und diese Tokens bekommen wir durch ja, verschiedene Quellen. Und zwar einmal, wenn wir in diesem Pool hier angeln. Und das können wir uns jetzt mal angucken. Und zwar ist es so ein Pool, der ist die ganze Zeit da, anders als bei diesen anderen Angeldingern, kannst du in dem Pool die ganze Zeit angeln. Das Problem ist, der ja, schwimmt hier dementsprechend einmal außenrum im Kreis und muss ihm immer nachlaufen. Wenn man jetzt dieses komische Floß hat, dann kann man mit dem Floß hier rumfahren, das ist übrigens auch ein kleines Toy, beziehungsweise wenn man die Artefaktangel hat und nicht im Kampf ist, kann man damit auch, kann man damit auch Wasserlaufen machen. Jetzt machen wir das bloß schnell so, dass ich mir die richtige Waffe hier anziehe und den Mob mal schnell töte. Und zwar, dieser Mob kann hier beschworen werden. Das ist ebenfalls wie bei den anderen Angel-Events so, dass man hier einfach reinangeln muss. Am besten natürlich in dem Pool hier. Und dann kriegt man ein Item und kann hier diesen Boss beschwören. Und anders als bei den anderen Events ist es hier nicht so, dass man dann erst das Zeug triggert, um diese Marken angeln zu können, sondern der Typ droppt direkt die Marken. Und zwar looten wir den mal. 55 Marken, da habe ich richtig Luck gehabt. Ah, wisst ihr was, so viele kannst du gar nicht looten, das waren jetzt 2 Stück. Also es ist eigentlich zwischen 20 und 50 Marken, die looten kannst. Ich habe wahrscheinlich jetzt einmal 20 und einmal 25 gekriegt, deswegen waren 2 Bosse übereinander gelegen. Also sprich, theoretisch könnt ihr euch hier bei der Gruppe auch nur dazustellen, immer die Bosse umhauen und müsst gar nicht angeln. Also bei dem Event würde es gehen. Wir lernen jetzt hier mal das Toy und dann schauen wir uns das mal an. Und zwar müsste mein Schwimmer dann wie so eine Gondel aussehen. Genau. Ja, seht ihr, da unten, dieser kleine Schwimmer, der ist jetzt so eine kleine Gondel. Ob man das braucht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall habt ihr wieder dann damit ein Toy mehr. Und übrigens, das Event geht relativ schnell, wenn ihr in einer großen Gruppe seid und relativ oft der Boss kommt, dann geht es relativ zügig. Denn zwischen 20 und 50 Abzeichen, die ihr kriegt, geht schon ganz gut. Was ich vielleicht noch erwähnen sollte, natürlich ist es wie bei allen, bei den anderen Angeltypen so, dass man hier erst den Ruf braucht. Und zwar, es gibt wieder 6 verschiedene Rufstufen, die alle 8400 Ruf benötigen. Und bei der höchsten seid ihr dann bester Freund. Und dann könnt ihr aber auch erst das Toy kaufen. Also sprich, ihr müsst erstmal die Rufstufen hochkriegen und die kriegt ihr dadurch hoch, dass ihr diese Tokens, die wir hier schon durch den Pool oder durch den Boss kriegen, hier bei ihm abgeben oder bei ihr besser gesagt abgeben könnt. Und ja, das dauert zwar schon ein bisschen, geht aber schneller als bei den anderen Events, weil wie gesagt, hier durch den Boss man das Zeug direkt looten kann und das ja deutlich schneller ist in großen Gruppen. Ja, dann wollte ich euch noch eine andere Geschichte zeigen, und zwar zeige ich euch jetzt mal schnell den Chat hier. Und zwar stellen wir uns jetzt mal hier rein. Und dann will ich euch mal was zeigen. Und irgendwas scheint hier ein bisschen zu buggen. Es stehen nämlich hier alle Leute hier auf dem Haufen und werfen die ganze Zeit diese Fischdinger hier rein. Achso, das kann ich nur reinwerfen, wenn ich hier diese richtige Waffe anhab. Ich habe mir da schon ein Makro für gemacht, dass ich sie auch reinschmeiß. Und ihr seht schon, man kriegt hier für diese komischen Fische Artefakt-Power für eure Artefaktangel. Und neben dem ist es so, dass man, wenn man hier... Warte mal, ich sollte vielleicht...
Doch, ich muss genau hier in den anderen Leuten drin stehen. Ich habe das ehrlich gesagt auch noch nicht so hundertprozentig geblickt. Also wenn, dann ist das hier ein Bug oder... So, jetzt schaut mal. Ich krieg hier unten seht ihr es, ich krieg die ganze Zeit Fische. Diese hier und die ganze Zeit diese Teile. Und ich habe dann Makro mir gemacht, dass ich die sofort wieder einlöse. Hier unten habe ich mir ein Makro gemacht, dass ich auf dem Key gebunden habe. Und seht ihr, wie die Leute Items reinkriegen. Also ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob das gewollt ist. Auf jeden Fall bekommt man dadurch sehr, sehr viele Fische. Und ihr bekommt dadurch sehr, sehr viel von diesen Items, wo ihr eure Artefaktwaffe hochbasten könnt. Und die kann man halt dann skillen, aber halt dementsprechend nur mit dem Artefaktwissen über Fische, ne? Also nicht über normale Tokens. Und dann kann man das Zeug hier alles hochskillen. Ob man das braucht, sei jetzt mal dahingestellt. Wenn ihr das schnell hochfarmen wollt, ist hier eine gute Quelle. Was ich vermute, es gibt nämlich für diese Marken hier so ein komisches Murloc-Zeug zu kaufen. Und zwar bei dem hier. Und mir wurde gesagt hier, dass man mit diesem Murloc-Ding dementsprechend das triggern kann. Warte, jetzt können wir das einfach mal kaufen. Kaufen uns einfach mal so ein Murloc-Teil und testen das mal. Hier ist übrigens wieder so ein Boss, da können wir auch einmal drauf schießen. Wenn ich das Murloc-Ding jetzt aktiviere hier, wird dann was? Eigentlich müsste ich dann so ein Zeugel kriegen. Ah doch, jetzt habe ich wieder eins gekriegt. Also ich glaube, die Leute kaufen sich die ganze Zeit dieses Murloc-Zeug und hauen das dann rein und dann kommen diese ganzen Fische und man kommt halt anscheinend für jeden. Ihr seht, das prockt hier langsam hoch. 143, 100, die sind noch gar nicht schlecht was wert. Also wenn ich jetzt hier gucke, so ein Stack ist immerhin 7000 Gold wert, fast 8000. Ist das schon nicht schlecht. Gut, die Preise werden wahrscheinlich krass einbrechen. Das muss man natürlich rechnen, beziehungsweise ich weiß jetzt halt auch nicht, inwieweit das dann eher ein Bug ist oder ob das gewollt ist, das weiß ich nicht. Ich habe das durch Zufall hier gesehen. Ich wollte mir eigentlich nur das Toll farmen und habe mich dann ein bisschen dazugestellt, weil die alle da dran standen. Und ja, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ist das ein Bug? Ist das kein Bug? Ist das gewollt mit diesem Dings? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich habe auf jeden Fall mein Toll für heute hier fertig gefarmt. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt und wenn ihr mehr solche Toy-Guide-Videos sehen wollt, könnt ihr mich natürlich auch gerne abonnieren. Euer Chilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.